Überall hört man, die Zuschauerbindung ist wichtig. Aber was ist überhaupt die Zuschauerbindung? Wo finde ich sie und wie lese ich sie? In diesem Video beantworten wir all diese Fragen und du erfährst auch, was die 70-50-Regel ist. Moin Moin, ich bin Sebastian und wenn du das erste Mal hier bei Videomacher bist und die besten Tipps und Tools bekommen willst, um deinen YouTube-Kanal und deine Videos erfolgreicher zu machen, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Die Zuschauerbindung ist extrem wichtig, denn sie gibt genau an, wie viel Prozent deiner Videos deine Zuschauer sich im Schnitt ansehen. Also wie spannend sie das Video finden. Denn je spannender, interessanter und auf den Punkt das Video ist, desto wahrscheinlicher schauen sie es bis zum Ende. Schauen wir uns mal ein paar unterschiedliche echte Graphen an und was sie sagen, bevor wir zu den Tipps gehen, wie man es verbessern kann. Hier sehen wir, dass es über die Zeit langsam abnimmt. Wir haben bei einem 6 Minuten 46 Sekunden langen Video eine durchschnittliche Wiedergabedauer von knapp 64%. Gar nicht schlecht. Nochmal ganz kurz Theorie. Die 64% in diesem Fall bedeuten nicht, dass alle Zuschauer das Video nur zu 64% angeschaut haben. Es bedeutet ebenfalls nicht, dass wir nach 4 Minuten 19 noch genau 64% haben. Es ist der Mittelwert von allen Zuschauern. Das heißt, wenn sich zwei Leute ein 10-Minuten-Video von dir anschauen, einer für eine Sekunde und der andere für 10 Minuten, also komplett, wird unsere durchschnittliche Wiedergabedauer grob bei 5 Minuten sein und bei 50%. Die Aussagen davor sind deswegen nicht einfach richtig, da der Balken nicht einfach nur sinken kann, sondern auch wieder steigen, was wir gleich noch sehen werden. Aber springen wir mal wieder zurück. Zusammengefasst ist es in diesem Bild ein normaler und guter Verlauf. Schauen wir uns nochmal dieses hier an. Hier haben wir am Anfang ein sehr starkes Gefälle. Zwar ist das hier ein Livestream mit knapp 2 Stunden und hier ist sowas oft normal, aber in einem normalen, kürzeren Video hätten wir hier ein ganz, ganz großes Problem. Wir verlieren am Anfang des Videos extrem viele Zuschauer. In diesem Bild sehen wir den nichtlinearen Verlauf. Der Graph sinkt nicht immer nur ab, er kann auch wieder nach oben gehen. Hier ist oft der Grund, dass an dieser Stelle etwas Spannendes, Wichtiges oder auch Gutes passiert ist, zu dem der Zuschauer wieder zurückgesprungen ist, da er nochmals sehen wollte, was hier war. Hier haben wir auch wieder über 60%. Aber dafür ist es ein sehr kurzes Video und hat deswegen nur 1 Minute 28 Sekunden durchschnittliche Wiedergabedauer, während das erste ja über 4 Minuten hatte. Und hier haben wir ein sehr langes Video im Vergleich zu davor. Es ist fast doppelt so lang wie das erste mit knapp 7 Minuten. Und hier haben wir zwar nur 49%, aber dafür haben es die Leute um über 1 Minute länger geschaut. Und es bringt uns im Schnitt mehr Wiedergabezeit. Also fassen wir nochmal schnell zusammen. Ein flacher Abfall bedeutet, dass es den Leuten gefällt und sie weiterschauen. Ein starker Abfall, dass ihnen das Video nicht gefällt und über die Zeit immer mehr Leute das Video stoppen. Hügel im Verlauf bedeuten, dass an dieser Stelle etwas Besonderes war, was sich die Zuschauer nochmal angeschaut haben. Deswegen schau mal, was da war, damit du sowas öfter machen kannst, es wiederholen kannst. Wenn du aber kleine Täler hast, heißt das, die Zuschauer haben diesen Bereich übersprungen. Und wenn du einen ganz rapiden Abfall am Anfang hast, kann das zwei Dinge bedeuten. Zum ersten haben sie etwas anderes erwartet, als sie bekommen haben. Also der Titel und das Thumbnail ihnen etwas suggeriert haben, was du nicht geliefert hast. Die andere Option ist, sie haben alles erfahren, was sie wollten. Wenn du ein 3 Minuten langes Video machst, wo der Ausschalter bei dem Monitor ist, werden die Leute das Video beenden, sobald du ihnen verraten hast, wo er ist. Und wenn das nach 30 Sekunden passiert, schaut sich niemand die weiteren 2 Minuten 30 an. Es ist deswegen immer wichtig zu schauen. Wie entwickelt sich meine Zuschauerbindung bei Videos? Bei neuen Kanälen und Videos musst du aber aufpassen, ob du genug Aufrufe hast. Alles unter 100 bis 200 Aufrufen ist nicht wirklich aussagekräftig, da es zu wenige sind, um einen guten Mittelwert zu bekommen. Oft siehst du es daran, dass die Kurve noch sehr stufig ist, also du sehr harte Abschnitte siehst und es nicht rund ist, weil es sich über mehr Leute verteilt. Auch gibt es noch die relative Zuschauerbindung, die dir dein Video im Vergleich zu anderen langen Videos zeigt. Dies ist zwar ein guter Indikator, aber pass auf, es vergleicht dich mit allen Videos, also mit anderen Gaming, Reisen, Tutorial und Musikvideos. Und das ist oft nicht vergleichbar und bringt uns zum nächsten Punkt. Das Genre. Jedes Genre hat andere Werte. Ein Musikvideo wird oft viel höhere Werte haben als ein Tutorial oder ein Infovideo. Deswegen musst du aufpassen, mit welchen Werten du dich vergleichst. Es gibt auch eine große grobe Daumenregel, welche oft herangezogen wird für gute Videos. Und dies ist die 70-50-Regel.
Das heißt, nach einer Minute hast du noch 70% der Zuschauer und am Ende des Videos noch 50%. Weil grob heißt das, du hast die Leute lange im Video gehalten und am Anfang auch angeködert. Es hat ihnen gefallen am Anfang. Aber je länger das Video, desto niedriger werden diese Zeiten sein. Und noch ein Trick habe ich. Verwende keine Endworte, weil dann verlierst du die Zuschauer. Überleg erstmal für dich. Was denkst du denn jetzt, wenn ich sage, und das war's mit diesem Video? Lass mich überraten. Du überlegst schon, was schaue ich jetzt? Deswegen sieht man auch oft am Ende vor dem Endscreen einen starken Abfall, weil die Leute das Video mit ihren Worten schon beenden. Dabei ist es doch wichtig, dass man den Endscreen ausnutzt. In meinem anderen Video bin ich schon darauf eingegangen. Schau es dir unbedingt mal an. Siehst du, was ich gemacht habe? Ich habe nicht gesagt, jetzt ist es zu Ende. Ich habe dir etwas weiteres gezeigt, was du von mir schauen kannst. Und erst dann gehst du direkt in den Endscreen und wendest die Tipps von mir aus dem anderen Video an. Und wenn du dich dann noch mit anderen Videomachern und mir austauschen willst, dann tritt der Videomacher-Facebook-Gruppe bei.